You need to know that I'm a So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Forza Horizon 4 Stream. Ja, vorweg Erwähnung, ja, Facecam ist nicht anders, liegt daran, ich sehe aus, als hätte ich den ganzen Tag, gekokst. Nein, ich habe den ganzen Tag gekifft, was einfach daran liegt, ich habe übelst die Erkältung momentan, habt ihr vielleicht im Video schon mitbekommen bei mir. Und, dementsprechend, heute ist es, glaube ich, so der Zenit des Ganzen erreicht worden. Also ich bin den ganzen Tag nur am Niesen und Pipapo. Also wenn es heute mal Unterbrechung geben sollte, liegt es daran. Ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein dafür. Aber deswegen habe ich die Facecam nicht an, weil ich echt ganz schön fertig aussehe. Und ich das keinem zumuten möchte und ich mich so noch nicht zeigen möchte. Egal, wir machen heute im Stream, beziehungsweise in einem fertigen Video, einmal den wöchentlichen Fortsnamen, weil jetzt ist nämlich der Frühling eingebrochen. Wenn ich jetzt rausgehe, müssten wir auch eigentlich in den Frühling kommen, hoffe ich mal. Also, glaube ich. Nee, bei mir ist noch. Ich wollte schon sagen, bei mir ist noch Winter, bei allen anderen ist Frühling. Jetzt geht der Frühling los, geht doch. So. Und damit kommt natürlich auch ein neuer wöchentlicher Forza-Ton wieder ins Spiel rein. Und natürlich auch neue Autos im Shop. Die neue Frühlingssaison ist da. Wenn dieses neue Programm unsere Fahrer nicht aus dem Winterschlaf reißt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich sehe den 82er 911er. Hat der Lukas ja für den 3000 Credit-Cheat genutzt? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich benutze sowas doch wir nicht. Wir haben Nein. uns für diese Frühlingsveranstaltungen Regen erhofft. Und ich glaube, das britische Wetter lässt uns nicht im Stich. Will die Alte mich verarschen? Das hat die ganze Zeit geschneit. Ich brauche jetzt keinen Regen. Ich will Grip wieder mal haben seit Ewigkeit im Spiel. So, wir werden nämlich den Forza-Fun machen. Und wir gehen mal kurz rein. Überhaupt mal in den Forza-Shop gucken. Nebenbei müssen wir uns die Kette holen. Aber den haben wir ja schon. Das ist ja sehr gut. Den haben wir ja sehr, sehr schön. Das ist sehr gut. Dann brauche ich den gleich nur aus meiner Garage holen. Wir gehen mal vor den Shop. Weil hier kann man natürlich wieder neue Sachen kaufen. Wir haben einmal den M5 in der Forza Edition. Den habe ich schon mal in Respin gewonnen. Deswegen fällt der für mich natürlich weg. Dann haben wir den Hunicorn V2 in der Gran Canaria 10 Version. Das ist eigentlich letztendlich nur eine andere Livery, eine andere Lackierung dafür. Ich hätte am liebsten echt mittlerweile mal das Hunicorn V1 reinbekommen. Wir haben leider nur das V2 im Spiel. Dementsprechend. Ja, sehr, sehr schade. Aber gut, das Ding kann 10 Version, die nehmen wir natürlich auch gerne. Und wir haben Polizeisachen. Guten Tag, schön, dass jemand mit mir spielen möchte. Polizeisachen, nämlich einen Patrouillenhut in 2 Versionen, die werden wir uns natürlich auch holen. Aber natürlich, wenn wir das machen, wollen wir den Weekly Force heute machen. Und das wird auch heute in dem Stream die einzige Sache sein, die wir machen, weil, wie gesagt, ich freue mich gleich einfach hier nach wieder mich ins Bett zu legen. Wir werden uns erstmal den 2013er Caterham aus der Garage holen. Nämlich hier sitzen und fahren den 2013er Caterham Superlight R500, ein Streckenmonster mit Straßenzulassung und direkter Nachfahre des legendären 1957er Lotus 7. Und den habe ich schon. Sogar in beiden Ausführungen, wie er ins Spiel ist, weil der ist einmal nämlich als Forza Edition sogar drin. Und dementsprechend gehen wir mal kurz. Ich bin voll lang. Ne, wir sind noch bei A. Jetzt gehen wir gleich zu Caterham. So, da haben wir den R500 und den R500 Forza Edition. Wir fahren aber den schönen normalen, weil die Forza Edition einfach pottenhässlich ist. Und der normale für die Sachen, die wir machen, auch richtig rein solche. Und ja. Ich bin verwirrt. Gibt es einen Unicorn? Nicht für 500.000 beim Auto zu tun. Ja, gibt es. Aber das ist der normale. Ich kann es euch mal zeigen, weil wir haben nämlich Unterschiede. Den man nämlich hier im Forza Shop holt, ist nämlich der Gymkhana 10. Also vom neuen Gymkhana Teil, der Camlock rauskommt, davon ist es die Version einfach nur. Letztendlich ist es auch ein Unicorn V2, aber eben einen anderen. Lackierung, das ist der einzige Unterschied, den wir da vorhaben. So, das Geile, die haben anscheinend das Ding hier abgeändert, weil normalerweise steht da und fahre ihn. Ich bin jetzt nicht mal gefahren, ich habe ihn gerade wirklich nur aus der Garage geholt, das Ding ist schon aktiviert worden. Nebenbei mit dem Zylinder sehen wir echt super aus, das passt extremst gut in dieses Auto. Also Zylinder immer wieder optimal für Autofahrten, das Recht, der wird bei der ersten Kurve wegfliegen. Bezwinge den Feierabendverkehr und führe 5 durch Nadelöhrfähigkeiten im Caterham aus, das heißt durch... Was war denn durchs Nadelöhr? Was war denn das nochmal für eine Fähigkeit? Muss ich da zwischen Autos durchfahren oder wie funktioniert das Ganze nochmal? Kann mir das jemand nochmal erklären? Und wir haben... Ach, geil. Wir haben keine scheiß Fähigkeitspunkte. Also anscheinend haben sie wohl die Forza-Tons ein bisschen überarbeitet, weil ich hatte mich ja beschwert, dass es diese wegen mit diesen Millionen Punkten gibt. Ah, okay. Zwischen 2 Autos durchfahren. Dankeschön. Millionen Punkten gibt, sagen wir hier 20 Millionen Punkte, Multiplikator und sowas. Das haben sie seit den letzten kein Stück mehr drin und ich finde das so gut. Ich finde das so schön. Weil das ist auf jeden Fall eine Erlösung, weil das war echt kacke. Okay, wir müssen durch Autos durchfahren. Durch 2 NPCs durchfahren. Ja, das kriegen wir doch hin. Das machen wir ganz einfach, indem wir nämlich hier... wo war das denn nochmal? Da ist Singleplayer. Weil mit Singleplayer machen wir uns nämlich einfacher, weil dann fällt nämlich weniger Verkehr rum.
Und weniger Verkehr ist gut. So, wir wollen noch Musik haben. Und jetzt suchen wir uns schön Autos raus und ballern zwischen denen durch irgendwie. Warte, wie oft müssen wir das machen? Gut, dass ich so Aufmerksamkeitsprobleme habe. Nebenbei, Entschuldigung fürs Hochziehen nebenher, aber ich... Ja, ich kann halt leider auch nichts dagegen machen. Zwischen 5. Okay, das kriegen wir hin. Müsste ich eigentlich nur über die Autobahn hacken, ne? Oh ne, es war schon durchs Nadel. Vergessen wir meine Aussage. Ja, ich brauche nochmal hier sind nochmal zwei Autos, das dürfte zählen. Ne, tut nicht. Warte, Bauchgefühl, war das das schon oder ist das jetzt anderes gewesen? Ne, Bauchgefühl war wieder was anderes, ne? Bauchgefühl war anscheinend was anderes. Wir haben bisher nur eins. Okay, ich wollte schon sagen. Hätte mich jetzt aber gewundert, hätten wir es schon abgeschlossen. Es hätte mich aber sehr gewundert, hätten wir es schon abgeschlossen. So. Nebenbei fährt der Kleine sich echt gut. Wir fahren ja nebenbei mit Serienleistung. Also ich habe jetzt nichts dran gemacht. Und es ist sehr angenehm. Also man kann sich nicht beschweren. Kann man sich echt nicht beschweren. Boah, da geht man schon hier ein bisschen mit der Hinterachse, aber an sich. Gefällt mir aber gut. Kettenhelm ist halt geil. Kettenhelm ist wirklich geil. Würde ich, muss ich persönlich sagen, sehr, sehr gerne mal selber fahren. Weil es für mich halt wirklich eigentlich so der Inbegriff von Tracktoy ist, das Teil. Also es ist halt einfach das Tracktoy schlechthin. Boah. Aber die Nadelöhrfähigkeiten sind sehr, sehr leicht auszulösen. Da können gefühlt 50 Kilometer zwischen Autos liegen. Das Spiel löst die halt aus. So hat er gerade zumindest. Jetzt macht das gerade nicht mehr. Vergesst meine Aussage. Ich habe gerade gar nichts gesagt. Die Nadelöhrfähigkeit ist voll von Arsch. Theoretisch wäre es, glaube ich, echt das Klügste, wenn wir über die Autobahn hacken, ne? Wir gehen, glaube ich, einfach mal auf die Autobahn und ballern da mal eine Runde durch Gegenverkehr. Das machen wir mal, weil ich glaube, da kommen wir schneller ans Ziel. Du bist wahrscheinlich zu groß für einen Superlight mit deinem 1,90. Ich bin sogar 1,94, aber da hast du absolut höchstlich recht. Das ist leider echt ein Problem. Ist leider... Ja, dankeschön. 1A Driver. Nee, ich bin natürlich echt zu groß dafür. Ich bin ja auch für Lotus Elise und Co. leider zu groß, was echt schade ist, weil es tolle, tolle Autos sind. Aber ich bin zu riesig. Die Autos sind leider für Zwergen gebaut. Das ist leider sehr schade. Ah, schön, dass jetzt noch Gegenverkehr auf der anderen Seite spawnt. Das ist natürlich geil, weil... Cool. Man fährt aber 2,30. Ja gut, man muss überlegen, ne? Das ist 2,30 in so einem Ding halt schon sau schnell. Also da ist halt natürlich nicht mehr so geil. Wenn ich jetzt mal eine Nadelöhrfähigkeit, wie wäre denn mal, wenn zwei Autos parallel nebeneinander fahren würden? Hago hier, das ist doch ein Nadelöhr, oder? Kein Nadelöhr, cool. Doch, war ein Nadelöhr. Ich wollte schon sagen, das ist doch ein Nadelöhr. Das hier auch eins. Glaube ich. Okay, ich habe gerade uns gegenseitig getötet. Nice, sehr gut, okay. Zwei Leute, die mit Open Wheelern fahren, erstmal schön frontal ineinander. Die Wahrscheinlichkeit, dass das extremst tödlich endet, sehr hoch, absolut hoch. Da braucht man gar nicht rechnen, da braucht man keine Wahrscheinlichkeitsrechnung machen, das ist relativ sicher. Ende. Haben wir es jetzt geschafft? Das war's, ne? Das war's schon, ne? Ja, jetzt haben wir es. Sehr gut. Okay, verdienen insgesamt 9 Sterne bei Gefahrenschildern. Um den Entwickler der Kette immer 500, den RF-Piloten, der Piloten Colin Chapman Tribut zu zollen. RF ist aber nicht die Terroristengruppe, die ich da jetzt gerade im Kopf habe, oder? Wofür steht der RF in dem Fall? Also da wird ja wohl nicht die RF mit die in Deutschland war gemeint, oder? Das ist ja... Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Aber 9 Punkte in Gefahren, 9 Sterne in Gefahrenschildern. Ja, ich würde mal sagen, das machen wir doch mal. Machen wir die mal alle an. Royal Air Force. Okay, danke schön. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe mich schon gerade gewundert. So, ja, Huldige der RAF. Okay. Das sollten wir uns nochmal überlegen, ob wir das machen wollen. Aber okay, so ist das. Dann ist das legitim. Das ist okay. Ah, das ist hier oben drauf. Stimmt, das war hier oben auf der Brücke. Auf jeden Fall, danke schön für den Hinweis. Damit ich jetzt hier keine Scheiße laber. Das wäre nämlich Scheiße, wortwörtlich. So, wir müssen von hier an. Ah, das hier oben ist mit der Windmühle, ne? Ja, dann kommen wir mal von hier an. Kommen wir mal von da an und werden wie ein junger Gott durch die Windmühle fliegen und damit schon mal Sterne sammeln. So. Ja, mal schön die Drop-Tage. Danke an The Ultimate Lucas wieder mal fürs Hosten. Es freut mich, Dankeschön. So, dann wollen wir mal.
Problem ist, ich glaube, wir werden die keine 3 Sterne hinkriegen oder sowas, weil die Karre halt einfach so langsam ist. Also theoretisch müssten wir hier mal ein bisschen Kasella reinzimmern in den KDM, dass auch mal ein bisschen nach vorne geht. Ein bisschen sehr sogar. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Du hast dein Ziel erreicht. Nicht, wenn wir schief springen, dann schaffen wir es euch gar nicht. Nein, das wird nicht gut gehen, das lassen wir mal direkt sein. Ich müsste die Rampe gerade treffen, sonst machen wir nämlich vollen Überschlag. Danke an Herr Hustlex fürs Hosten. Und Dankeschön an Jogi für die 25-Euro-Spende. Support ich seit deiner GTA 4 mit Holger und die ganzen Schaukeln. Und Grüße aus Kaiserslautern. Erstmal Grüße zurück an Kaiserslautern. Und ja, das freut mich doch sehr. Sehr, sehr langer und alter Fan dabei. Das, die GTA 4 mit Holger und allem. Das ist schon eine Weile her, auf jeden Fall. Fettes Dankeschön. Freut mich mega. Dass auch Leute noch schon so Ewigkeiten dabei. Das ist schon ewig her, muss man wirklich sagen. Und danke an alle neuen Leute, die gerade am Hosten sind. Dankeschön dafür. Aber das ist wirklich schon lange her. Also GTA 4 und Schaukel und so ein Shit, das ist schon mal eine Weile her. Wir haben gerade mal 1 Stern bekommen dafür. Das ist natürlich super. Warte, wir machen mal Folgendes. Wir müssen mal ganz kurz ein bisschen, ja, auch wenn wir ihm huldigen sollen, was für ein geiles Auto er geschaffen hat, werden wir mal ganz kurz ein bisschen da rumspielen und leichte Verbesserungen vornehmen. Leichte Verbesserungen heißt, wir werden das Ding vollkommen auf Anschlag umbrezeln, weil ich will ja nicht böse sein. Aber da geht mehr, da geht ein 3 Liter V8 Motor zum Beispiel rein, da passt Allradantrieb rein und ein Twin Turbo, der passt da auch noch drauf. Ja, warum ist das serienmäßig nicht so? Das fragen wir uns alle. So. Ja, das war schön. Die Frontspoiler ist sogar halbwegs okay, wie sieht der hintere aus? Der ist von Anbringung cool, aber wir lassen es weg. Wir lassen mal ohne Spoiler, weil wir brauchen keine Aerodynamik. Wer schnell fährt, der braucht keine Aerodynamik, weil wenn du hier mit einem Unfall baust, ist eh Ende. Dann wirst du dich nicht drüber beschweren, dass die Karre keinen Abrissdruck hatte. Das wird das kleinste Problem sein. So, Felgen können wir meinetwegen so lassen. Wir machen jetzt einfach auf Vollanschlag. Wir bauen jetzt einfach einen Ketterhelm mit Vollanschlag. Ja, den 787B-Motor gibt es ja auch, den Wankel. Aber ich mag den Wankelklang halt nicht so gerne. Also an sich schon, aber es gibt... Eieiei, das ist perfekt. So was brauchen wir. Allein aus sicherheitstechnischen Gründen. Weil ich V8 hier drin finde ich halt irgendwie passender. Also wenn das Ding jetzt hier mich voll am Anschreien ist die ganze Zeit. So. Ladeluftkühler. Warte, die Turbos habe ich noch nicht größer gemacht. Hab ich schon. Okay, habe ich irgendwas vergessen jetzt? Ne, habe ich nicht. Okay. Wir haben jetzt wunderschöne... Oder hab ich alles gemacht? Ich habe alles gemacht. Gewichtsreduzierung geht komischerweise nicht. 578 km/h auf 607 Newtonmeter auf 546 Kilo. Wir haben also jetzt schon mehr KW als Kilo und das kann man dann nochmal in PS rumrechnen. Dementsprechend haben wir ein ganz, ganz böses Leistungsgewicht. Sehr gut. Schauen wir mal, was wir damit rauszimmern können. Ich glaube, das geht jetzt voll schief. Das geht jetzt, glaube ich, voll schief. So, als Interesse, weil wir gefahren sind, kann man den noch tiefer legen. Natürlich geht... Ja, klar, 4 cm. Ich weiß nicht, wo das Spiel die noch herholt, aber die sind da. Die habt ihr vielleicht nicht gesehen, aber 4 cm sind da. Ja, ich zeig's euch mal. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Also ich weiß auch nicht, wo der wirklich tiefer ist, aber irgendwo ist er tiefer. So, umlackieren tue ich ihn auch noch, weil die Originalfarbe gefällt mir gar nicht ganz so geil. Und der hat halt so viel Auswahl, deswegen können wir da mal ein bisschen... Ach geil, dass vorne sogar der Grill lackiert wird, das ist cool. Ja, das wäre jetzt so die typische Farbe, ne? Oder, nee, das hier wäre typisch. Das wäre typisch, aber wir machen untypisch, weil das können wir am besten. Und ich fand das Rot gerade leider ziemlich geil. Oder? Fand ich das Rot geil? Ich überlege gerade, ob ich das Rot geil finde. Ja, ich finde das Rot geil. Wir nehmen Rot. Wir nehmen einmal bitte Rot. Ja, und alle gerade im Stream-Chat so ein bisschen irritiert über keine Facecam. Aber wie gesagt, ich habe halt eine Mega-Kältung und ich sehe halt aus, als hätte ich heute den ganzen Tag gekifft. Meine Augen sind so angeschwollen. Das ist der Wahnsinn. Also, dementsprechend, aus sicherheitstechnischen Gründen, weil ich nicht die Krankenkasse von die ganzen Krankenkosten von nicht übernehmen kann, die dann wegen Brechreiz und sonstige Spirenzchen auftreten können, habe ich mich entschieden, lassen wir es weg. Und nebenbei den Überrollkäfig bringt mir gar nichts. Ich knall voll auf meinen Zylinder. Sehr gut. Absolut super. Nebenbei danke an Rickers95 für die Spende, für die 15 Euro. Dankeschön. Auf, dass du uns noch weiter bespaßen kannst. Das freut mich doch. Ja, das hoffe ich doch auch. Das ja, möchte ich auch in Zukunft so weitermachen. Auf jeden Fall sehr, sehr fettes Danke für den Support auf jeden Fall. Freut mich riesig. Und ich möchte mal sagen, sobald man hier auf Singleplayer stellt, Alter, ist hier gerade ein Bienenschwarm an Driver-Talern rumfahren. Guck dir mal die Map unten an, das ist ja widerlich. Ekelhaft, da kannst du ja gar nicht hingucken, da kriegst du einen Brechreiz. So, hier ist noch einer, dann machen wir da das Gefahrenschild. Ab geht's. Ach, jetzt wird hier geschleimt. Ja, du siehst immer gut aus, ich weiß. Aber, mein Gott, manchmal schüchtere ich Leute auch mit meinem unglaublich guten Aussehen ein. Ja, schön, dass ich mich hier unten hinspawne und das Ding ja da hinten hingeht, ja.
Ich kann mal sagen, Alter, Leistung haben wir, heilige Scheiße. Da ist ja mal richtig Krawall unserem... Front, Hilfe! Junge! Das ist ja total widerlich, wie der beschleunigt. Abartig, widerlich. Völlig kotzen, so geil ist das. Oh, komm. Alter, wir haben Allrad und wir haben durchdrehende Reifen. Das musste erstmal... Ah, Mustang-Fahrer! Erstmal hinkriegen. Du hast dein Ziel erreicht. Die Flugeigenschaften müssen super sein. Allein die Schwerkraft kann die Karre ja gar nicht runterholen. Weil welches Gewicht soll denn angezogen werden? Gibt's ja keins. Wie viele Sterne gibt es dafür? Zwei, ne? Jetzt habe ich jetzt drei oder habe ich hier für einen? Ne, theoretisch müssten es zwei sein, ne? Ja, okay. Fehlen uns noch weitere sechs. Theoretisch könnte ich jetzt noch 50 Mal diese Sache hier machen. Aber erstens wäre das scheiße langweilig. Zweitens, ja gut, vernünftig wäre es, würde jeder normale Spieler machen, wenn er einfach nur grinden will. Aber, erster Punkt, wir sind nicht vernünftig. Dementsprechend machen wir das natürlich nicht. So. Dementsprechend machen wir es natürlich nicht. Solange du nicht krank wirst, weil es so geil ist, alles gut. Ja, da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher bei mir selber. Ach, der war hier in der Scheune drin, ne? Nicht in der Scheune, in der Bahnhofshalle. Von der anderen Seite. Gut, dass ich wieder von der richtigen dran bin. Ach, Mann, ey. Einmal auf die andere Seite vom Bahnhof. Voll aufgebaut ist das, also mit dem V8 Rennmotor, der nebenbei ganz schön hochdrehend ist, klingt das leicht hart assig. Leicht hart assig. So. Einmal fliegen lassen. Nicht vorher schon. Scheiße. Du hast dein Ziel erreicht. Holy shit. Das muss doch gut Sterne geben. Ich hab bisher nur einen hier. Alter Verwalter. Oh, bleib stehen. Ha, drei Sterne. Ha, Bitch. Ja, wie gesagt, was soll die Schwerkraft denn auch ausrichten? Du kannst ja, egal wie weit du springst, der Wagen bleibt trotzdem zwei Stunden in der Luft, weil die Schwerkraft kann den gar nicht runterziehen. Das funktioniert rein physikalisch nicht, weil es ist ja kein Gewicht vorhanden, was angezogen werden kann. Der 7A7B ist krasser mit Leistungsgewicht. Ja, das ist ja vielleicht richtig, aber ich finde den V8-Klang irgendwie passender für den Caterham. Muss ich irgendwie sagen. Jo, wieder ein bisschen Moneten reingekriegt. So, wir brauchen noch. Jetzt brauchen wir noch, glaube ich, sechs. Ne, drei. Oder ich guck einfach nach, bevor ich hier irgendwelche Zahlen... Genau, wir brauchen noch drei Sterne, brauchen wir noch. Für die Challenge. Hier oben haben wir noch einen. Ist ja die Frage, ich schätze mal jetzt auch wieder von oben. Deswegen werde ich mich von oben ranporten, damit ich nicht wieder falsch verstehe. Red Bull-Lackierung hätte gut gepasst zu der Challenge. Ja, da hast du allerdings einen Punkt. Ich bin natürlich trotzdem von der falschen... Jetzt bin ich von der falschen Seite wieder. Es ist ja der Wahnsinn, wie ich mich nicht einmal auf die richtige Seite porten kann. Oder eine Air Force-Lackierung. Okay, ja, das stimmt auch. Air Force-Lackierung wäre auch richtig gewesen. Die Royal Air Force, wofür RAF auch steht. Ja, sag mal so, dass jeder normale andere Spieler würde sagen, oh, Royal Air Force. Ein Deutscher so, oh, das ist die RAF. Ja, schön. Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Kann man dich eigentlich schon subscriben auf Twitch? Nein, momentan geht subscriben noch nicht. Dafür müsste ich regelmäßiger noch streamen, also viel regelmäßiger, als ich jetzt momentan mache. Oder eben über YouTube und wie gesagt, da bin ich noch dran, weil meine Kanäle zu connecten irgendwie nicht ganz funktioniert. Ich möchte betonen, mein Fahrer fühlt den Beat. Der fühlt richtig den Beat. Junge, der geht ab. Dem kann man auch nicht mehr helfen, oder? Der ist gerade... Junge, der hat eine Nackenmuskulatur. Bruder. Der war früher Headbanger, deswegen, das kriegst du einfach mit. Aber jetzt war kein Scheiß, ey. Ja, danke nebenbei schon für die Leute, die alle ankündigen, dass es subscriben werden. Wie gesagt, ich werde mal versuchen, den Twitch-Support anzuschreiben, ob man da was machen kann, wenn ich dem meinen Kanal mitteile. Ob man dann irgendwie connecten kann, weil wie gesagt, über meinen Google-Link geht es momentan leider noch nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil wie gesagt, es ist irgendwas mit meinem Google-Account und Google ist auch schon dran und YouTube und die wissen selber gerade noch nicht ganz weiter bei mir. Und ja, über die aktuellen Streams, die wir bisher hier gemacht haben, kann ich mich natürlich noch nicht als Partner schreiben. Dafür sind die noch nicht genug geschaut worden, beziehungsweise habe ich nicht genug gestreamt. Also sie werden schon genug geschaut, aber eben im Verhältnis habe ich nicht genug Zeit und Tage bei Twitch gestreamt. Da musst du ja so einen bestimmten Soll einhalten. So, ach, das macht er immer bei Fähigkeitsliedern. Okay, wenn du das so sagst, warte ich jetzt 10 Sekunden, ob mein Kollege echt hört, auf den Kopf aufhört zu bangen. So, warten wir mal.
krass, hört der dann wirklich auf. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Der könnte von mir aus die ganze Zeit headbangen, Alter. Genickmuskulatur trainieren, Bruder. Schön Stirnacken. Durch Headbang. So. Das klingt nicht gesund. Oh Gott. Es waren drei Sterne. Natürlich waren es drei Sterne. Stimmt, morgen kommen die Opels rein. Das sind die Vauxhalls, weil ich weiß nicht warum, aber Plague Inc. haben sie irgendwas gegen Opel. Auf jeden Fall kommen morgen ja Vauxhall Speedster und Vauxhall Insignia OPC rein. Beide werden wir jetzt anschauen, weil ich da richtig Bock drauf habe, weil es sind coole Kisten. Es ist recht der Speedster. Wir hatten letztes Mal unserem Türen-Treffen, hatte einer einen Speedster da. Sau seltene Kiste mittlerweile. Ist jetzt nicht eigentlich nur ein Lotus mit Opel-Brand, sind wir ehrlich. Aber super schick. Also Speedster ist echt geil. Der hat uns auch erzählt, kurz mal so ein Side-Effekt zum Speedster, dass an einer bestimmten Körpergröße Opel das Fahrzeug nicht mehr nicht verkauft hat. Also wenn du, ich glaube, über 1,85 irgendwie was hatten sie. Wenn du größer warst, konntest du bei Opel offiziell einen Speedster nicht kaufen. Weil du eben zu groß für die Karre bist, du kommst halt nicht rein. Ne? Da kommst du halt einfach nicht in die Kiste rein. Das ist halt einfach die Sache. So, wir machen weiter. Wir haben nämlich noch eine Sache, die wir machen müssen. Krass, wir sind ja schnell durch heute. Besitzer und Fahrer den, hä? Und strecken unsere Bestrecken zu. Ach, das hatten wir schon da. 528 PS pro Tonne sollten mehr ausreichen, um in deinem Ketterhemd 4 Straßenstreckenveranstaltungen zu gewinnen. Straßenstreckenveranstaltungen. Also Straßenstrecke ist. Okay, jetzt wird einfach ganz normal. Ich kann einfach ganz normal Rennen fahren. Okay. Ja, die PS-Teil, die sie da angegeben haben, das Leistungsgewicht, sind wir leicht dran vorbei momentan. Da sind wir minimal dran vorbei, aber hey, das ist halt so, ne? Das ist ja kein Thema. Machen wir. Easy. Wir haben auch noch die Veranstaltung, müssen wir auch noch auf Dauer fahren. Hier gibt's Hypercars und was haben wir hier? Steht wieder mal nichts dabei, da haben wir wieder ein Auto vorgegeben. Das dürfte dieser Eagle Speedster sein. Wir fahren. Jetzt fahren wir nicht. Was fahren wir denn mal? Komm, fahren wir das mal. Wir müssen ja erstmal überhaupt gewinnen. Also ich glaube, so wie die Karre momentan aufgebaut wird, jeder Sieg echt schwierig. Ich glaube, das wird echt schwierig. So. Solo. Dann gucken wir mal. Haben wir Track Toys? Ne, wir machen Anything Goes. Wir machen Anything Goes, weil das klingt ein bisschen sinnvoller, dass ich da ein bisschen Chancen habe. Ja, und nebenbei danke an alle im Stream, die auch aktuell mal so reinschreiben, wie lange sie jetzt schon mit dabei sind. Es sind teilweise, es ist schon echt krass. Das reicht, wenn ich überlege, ich mache die ganze Scheiße jetzt. Also, jetzt nicht mit dem Kanal, sondern mit dem ersten Kanal und grundsätzlich auch hobbymäßig jetzt seit 2010. Das ist ein Kanal Vorsage war 2008, aber das ist schon, also 2010 ist offiziell unter der Let's Play Noob Flagge alles losgegangen. Das ist schon wirklich echt eine lange, lange Zeit. Überlegt, 8 Jahre mache ich diesen Quatsch schon. 8 Jahre! Es ist total bekloppt. Es ist wirklich total bekloppt, aber ich mache es immer noch mit Herzblut. Das muss ich echt sagen. So. Was gut ist, jetzt fahren nämlich alle, wenn ich alle diesen Ghost mache, wie der scheiß CTs im Fokus und ich fahre einen Ketterhemd mit dem Leistungsgewicht wie. Oh, da ist ein R6 dabei. Ach gut, der ist vom Leistungsgewicht, kommt der nicht wirklich an mich ran. So, ich bin mal gespannt, wie das Ding sich so fährt. Mit der überzüchteten Scheiße, die wir da reingezimmert haben, weil ich sag mal so, ich habe mir nur aufgebaut, damit das Ding fliegt wie würde und nicht um damit ins Kurven kommen. Ja, das sieht man auch sofort. Alter, Hilfe! Ah, Beschleunigung ist okay. Bremskraft ist nicht vorhanden. Scheiße. Jetzt. Man muss echt aufpassen, wenn man aufs Gas geht. Wir haben eigentlich über alle 4 Reifen nonstop Burnout-Gefahr. Jetzt muss ich irgendwie nach vorne mal kommen. Nicht so weit raus. So, jetzt sind wir wieder dabei. Man muss echt vorsichtig sein. Ja, ganz ruhig, bleib bei mir. Ah, Mauer. Ach, Gottes Namen, Alter. Problem ist, so eine Mauer ist halt direkt für den so, als hätte gerade die Berliner Mauer eingerissen. So, ich bin da durchgefahren. Ach, scheiße. Das wollte ich aber nicht. Sag mal. So, 60% haben wir gleich. Der Zylinder passt auch perfekt durch den Überrollkäfig, möchte ich sagen. Optimal ausgewählt. So, Platz 3. Da ist das eine konzentrierte Scheiße. Das Ding ist so am Schmieren, ey. Komm. Man merkt einfach, dass man viel zu viel Leistung auf viel zu wenig Gewicht gemacht hat. Macht das Spaß? Natürlich macht das Spaß, aber es ist irgendwie nicht unbedingt so geil. Boah. Wir müssen noch beide an die beiden irgendwie langsam rankommen.
natürlich fahre ich in die Einfahrt rein. In die einzige verfickte Lücke an der ganzen Mauer. Ja, jetzt kommt mein Stück. Jetzt bin ich weg. Oh, Gottes Namen. Das reicht 25 PS pro Tonne, ne? Also wir haben ja gerade mehr als das als pro Tonne. Wir sind ja deutlich nochmal höher, weil wir haben ja... Ja, wir haben alleine schon mehr PS und auch 500 Kilo. Also auf eine Tonne haben wir jetzt über 1000 PS gerechnet. Also was... Wir können aber mal kurz gucken, warte. Wer hat hier... Hat KW PS? Kann das gerade jemand... Warte, ich zeig mal kurz die KW-Zahl. Und dann rechne mir die jemand bitte mal ein Pferd um, weil ich habe mein Handy gerade durchgelegen, weil das am Aufladen ist. Und rechne mir mal kurz die KW-Zahl in PS rum. Durch das Gewicht. Und dann wissen wir ungefähr... Da kann mir jemand bitte schreiben, wie viel PS wir pro Tonne haben. Das würde mich interessieren. Also wie viel PS pro Tonne wir haben, weil das würde mich interessieren. Warte, das zeige ich euch mal kurz. Autos, so, warte kurz. Meine Autos, so, damit ich da 578 kW auf 546 Kilo. Und jetzt bitte einmal mir mal ausrechnen, was wir auf 1000 Kilo, wie viel PS wir dann hätten. Das würde mich einmal bitte gerade interessieren. Bitte einmal in den Chat schreiben, jemand. Das wäre sehr, sehr nice. Ja, ich werde jetzt nicht im Kopf rechnen. Ich bin, ja, mehr als 1-to-1 dürften wir auf jeden Fall haben, weil der 1-to-1 hat nämlich 1-to-1 und wir haben locker, also wir hätten den 1-to-2. Wir hätten das Doppelte so gut wie, weil wir haben jetzt aktuell 1-to-1 kW PS, kW Kilo und das ist ja mehr im PS eigentlich. Deswegen. So. Das Rennen zählt nicht. Vier Straßenstrecke. Was ist denn eine Straßenstrecke? Straßenstrecken. 786 PS. Ja, das könnte hinhauen. Kurz mal aufklären. Ach, Straßenstrecken, Straßenzähne? Echt jetzt? Ach, 76 PS. Aber was sind Straßenstrecken? Sind das Straßenzähne-Rennen oder vertue ich mich jetzt gerade? Ich glaube, ich stehe auf dem Schlauch. Ich mache gerade irgendwas falsch. Weil wir sind jetzt auch mehr Straßenrennen gefahren, das war nicht richtig. Wir haben gerade 50.000 unterschiedliche PS-Zahlen hier drin. Das ist echt geil, wie eigentlich nur so eine einfache Rechnung gefühlt über 50.000 Zahlen rausspuckt. Okay, ja, ich nehme jetzt mal 8.75, 8.85 PS, das könnte hinhauen. Aber was ist denn Straßenstrecken? Was ist denn Straßenstrecke? Also das würde mich jetzt echt mal interessieren. Also Straßenszene, nicht Straßenstrecke. Ist es dann Straßenszene? Ich fahre mal Straßenszene-Rennen, ob er das meint. 775 PS laut Google, genau. Okay, 775 PS sind es, okay. Straßenrundstreckenrennen vielleicht? Okay, es könnte auch sein, stimmt. Okay, fahren wir mal ein Straßenrundstreckenrennen. Ach Gott. Aber dann sollen die das doch auch so ausdrücken, nicht mit so einem Scheißwort wie, wir haben es geschrieben, Straßenstrecken. Das ist doch, dann schreib doch einfach Rundkurs dabei und ich, das war eine Straßenstrecke. Ja, vielleicht lernst du doch einfach mal Deutsch zu sprechen. Geier. So, ich bin leichtes Aggressionspotenzial momentan mit Erkältung, da fuckt ein bisschen alles ab. Deswegen auch ein Nacho-Salat bzw. Tim, deswegen ist auch die Facecam-Week an, weil ich aussehe, als hätte ich heute echt tausende Joints durchgeraucht. So, weil das Schöne ist bei mir, ich sehe grundsätzlich bei Schnupfen so aus, als hätte ich Heuschnupfen. Das ist dementsprechend im Winter kacke, weil man im Winter auch so aussieht, als hätte man Heuschnupfen. Dann halten halt alle Leute für hart bescheuert. So. Als ob ich sonst nicht so aussehe. Ja, danke schön, das hört man auch gerne. Immer wieder eine Freude, dich im Chat zu sehen. Danke auch, Alter. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier nach funktioniert. Das ist natürlich so eine schöne Go-Kart-Strecke, wo der jetzt überhaupt nicht mehr funktioniert, weil ich ihn halt einfach leicht überzüchtet habe. Aber wir sagen mal, wir haben 775 PS pro Tonne, was halt hart assi ist. Alter, aua. Aua, 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 aua. Nee, kann ja eigentlich gar nicht sein. Wir können ja keine 775... Nee, können wir ja... Nee, wir haben 775 PS jetzt gerade, genau. Wir haben 775 PS momentan. Weil das sind ja KW, so. Aber auf Tonne gerechnet müsste man es ja anders umrechnen. Ich würde schon sagen, 775 PS pro Tonne wäre komisch, dann hätten wir ja Leistung verloren. Ha, das sind 775 PS auf die aktuelle aktuelle Gewicht, was wir haben. Alter, lenk doch ein, du scheiß Bus.
Glaub ich mal, einmal schön die Divebomb, so muss das sein. Und dann geht's gerade aus die Mauer, weil Karma ist a bitch. Alter. Kann ich sein, dass ich in einem Kettenhemd gerade von dem fucking TTS besiegt werde? Was ist denn hier falsch gelaufen in dieser Parallelwelt? Komm jetzt! So, wieder Divebomb, ist mir egal. Ja, okay. Jetzt kommen wir schon mit solchen Mitteln nach. Ja, rammen wir den armen Kettenhemd weg. Boah, ist das Ding ein Biest. Man könnte ja mal nicht einen Heckantrieb bringen, aber der schmiert über Allrad so. Das ist ja total bekloppt. So, hier ruhig rein. Easy. So, jetzt hoffen wir, dass das Rennen mal gilt, weil alles andere wäre doof. So, komm schon. Sehr gut. Bitte, das zählt jetzt als die Veranstaltung. Und wenn ja, an die Jungs von Playground Games, drückt euch doch vernünftig aus. Dann schreibt bereits, fahr Rundstreckenrennen und fahr nicht fahr Straßenstrecken. Das ist kein Wort. Das gibt es nicht mal. Ist ja voll doppelt gemoppelt. Fahr Straßenstrecken. Ja, ist ja schön. So, bitte, das zählt jetzt. Ja, schön, gut. Haben wir jetzt endlich und haben wir so zumindest denselben Wortschatz jetzt gefunden. Ist ja schön. Geile Herbstmütze. Schön, dass wir jetzt Frühling haben. So, Entschuldigung. Ich beruhige mich jetzt wieder. So, nächste Rennen. Ich finde halt echt geil, dass dieser fucking Hut halt perfekt in diesen. Das ist halt echt ein Traum. Als hätte ich den überen Bügel für diesen Hut geschaffen. Als wäre das dafür gemacht, als hätte ich mir gedacht, so, ich brauche einen Überrollkäfig für meinen Hut. So. Rennen Nummer 2, also ist schon Rennen Nummer 3, aber Rennen Nummer 2, was jetzt gewertet wird, weil, wie gesagt, das Spiel eine Artikulation hat wie, keine Ahnung, wer. Jetzt kann man vielleicht mal eine richtige Ansicht wieder, ich habe mich aus in die Kamera gerade gewechselt. Mach keinen diesen. So, komm. Das ist wieder so schön, schönes Wetter zu haben hier im Spiel und endlich wieder Autos fahren zu können und nicht nur Offroader und Sachen mit Spikes drauf. Also der Winter ist ja cool an sich, aber der ist halt echt nervig, wenn du halt einfach geile Autos fahren willst, weil selbst mit Spikes machen die halt einfach nicht so Laune, als wenn die Straße trocken ist. Und das ist halt echt schade. Oh fuck! Aua. Mal wieder für den TT. Würde ich jetzt einen Crossbow fahren, würde ich das verstehen. Ne? Dann hätten wir wenigstens selber Motorisierung. Weil letztendlich ist da ein TT-Motor drunter oder ein Crossbow, ein TTS-Motor. Das ist, soweit ich das weiß. Das ist auf jeden Fall 2 Liter Motor von VW. Mit so einem Audi halt in dem Fall. So. Alter, diese Kurve. Ich verpasse hier voll immer den Bremspunkt. Ich könnte hier viel mehr Geschwindigkeit über die Gerade mitnehmen, aber ich verkack's da jedes Mal. Es wird gar nicht so leicht zu gewinnen. Oh, scheiße. Ich hätte vielleicht nicht auf unschlagbar spielen sollen. Naja. Und vielleicht nicht den Kettenhemd vollkommen ins Jenseits züchten sollen. Auch vielleicht. Aua. Alter. Thank you.
Ja, gut, das werden wir nicht gewinnen. Das ist natürlich schön. Außer ich Divebomb jetzt einfach noch wie ein Irrer. Okay, nein, das, nicht mal das funktioniert. Nicht mal die Idee funktioniert. Ja, oder ich Divebomb jetzt hier, oder auch nicht. Oder auch nicht. Weil die Karre einfach untersteuert, ich nicht rumkomme. Willst du Divebomb? Jetzt kann ich ihn Divebomb. Entschuldigung. Wir müssen hier vier Rennen gewinnen. Das ist für die Weltfrieden. Du wirst das verstehen. Wir können da gleich nochmal drüber reden. Mit ein bisschen Abstand vielleicht zwischen uns, damit da nicht irgendwelche Sachen passieren. Aber hey. Wenn man dich auf Treffen sieht, darf man dich ansprechen. Ja, natürlich. Warum nicht? Ich bin eine ganz normale Person. Ich bin jetzt nicht irgendwie, dass ich da mit Security rumrennen würde. Also dementsprechend, könnt ihr mich ansprechen, auch wenn ihr mich so seht. Ich bin eine ganz normale Person. Im Dreiviertel der Fälle werde ich schüchterner sein als ihr. Und da werde ich meinen Arsch drauf. Nein, ich kann es euch bestätigen, ich werde schüchterner sein. Ich bin eine unglaublich schüchterne Person. Das als YouTuber ist schwierig. Ja, geil, habe ich einen Lotus komischen 43R gewonnen. Ich hätte die 180.000 hätte ich lieber gehabt, aber ich bin eh dabei, alle Autos zu sammeln. Ich bin momentan wirklich dabei, alle Autos zu kaufen. Also wenn ich immer wieder Geld übrig habe, werden einfach Autos gekauft, wie blöde, um am Ende alle Autos zu haben. Das ist ganz einfach. Das ist wirklich ganz einfach. So. 2 von 4 haben wir. Sehr gut. Okay, es zählt also. Das ist schon mal schön, nur um sicher zu gehen, dass ich hier keine Kacke fahre. Also beziehungsweise, dass ich es lohnt, dass ich es fahre. Das ist nämlich der Sache. Rennen Nummer 3. Schön, dass es regnet. Sehr gut. Okay, sehr gut. Ich habe sowieso schon keinen Grip, auch mit Allrad. Da wird es natürlich mit Regen auf jeden Fall viel, viel besser laufen für uns. Freut euch drauf. Das kann jetzt nur gut werden. Ja, kein Grip. Kein Grip. Nein. Jetzt vielleicht. Ja, komm, jetzt kuscht euch doch. Macht doch mal ein bisschen wenigstens Platz. Also, weil jemand schreibt, ob wir Soundtracks fahren. Ich habe bisher noch nie Soundtracks im Spiel gehabt. Bei mir ist alles top. Also ich hatte mal eine Xbox an meiner. Ich habe ja auch eine Xbox One, da habe ich auch mal gespielt. Da hatte ich öfter Soundtracks, am PC aber gar keine. Das kann mit der Plattform zusammenhängen, wegen der Power der Konsole. Weil da gerne mal einen Tonhänger hat. Alter, ist der am Rutschen. Hab ich überhaupt Rennreifen draufgepackt? Hab ich, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich überlege gerade, habe ich Rennreifen drauf? Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen mit mir selber. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher gerade. Ja, Team Adventures mit Zuschauern wird auch noch kommen. Wie gesagt, heute mache ich nur den Forza-Ton aufgrund gesundheitlicher Sache. Und Team Adventures mit Zuschauern machen wir noch. Das muss auch ein bisschen mehr vorbereitet sein, weil ich euch ja dann einladen muss und sowas. Ihr könnt ja leider nicht einfach über den Club joinen, was ich super geil finde, wenn man einfach sagen würde, hier Lobby erstellen nur für Clubmitglieder. Das geht aber leider nicht. Dementsprechend muss ich euch dann einladen und sonstiges. Das müssen wir dann einfach mal gucken. Das müssen wir uns dann nochmal genau anschauen, aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Davon könnt ihr sicher ausgehen. Hopp, schön verbremst. Gemustert. Auch nochmal ins Heck gefahren. Sehr gut. Das dürften wir jetzt eigentlich easy gewinnen, weil wir jetzt hier auf der Geraden allein übelsten Beschleunigungsvorteil haben. Okay, vergessen wir mal aus. What the fuck geht der Subi denn so ab? Junge! Dann rammt er mich auch noch der Arsch. Aber der ging ja oben rum, wie blöde. Junge, Junge. Nee, Nicknames in den Chat posten, Einladen mache ich nicht. Ihr könnt mir dann schöne Nachricht schicken, weil es einfacher, weil über Nicknames ist das total umständlich. Und das müssen wir, wenn, über Xbox Nachrichten machen. Nachricht schicken und dann lade ich darüber ein, weil über Nicknames ist es so umständlich. Das ist über Nachrichten einfacher, weil da kann ich direkt aufs Profil gehen, einfach einladen klicken. Und wer dann halt schnell genug ist, hat halt gewonnen. Fertig ist. Muss ich dann halt so machen. Weil anders geht das System leider beim Spiel nicht. Sehr schön, Rennen Nummer 3 geht auch an uns, haben wir geholt. Komm, den Subi am Ende doch mal im Schacher. Der ist ganz schön schnell, das reicht mit dem 916er Score, ist der ganz schön schnell. What the fuck, Alter? Also, der ging wirklich böse voran, ey.
So, dann würde ich mal sagen, ein Rennen haben wir noch. Das werden wir jetzt auch noch schön angehen. Suchen wir uns mal noch ein schönes raus. Ein bisschen zu lang. Komm, so ein schönes Stadtrennen noch zum Ende. Das spricht doch. Könnte doch lustig werden. Und dann schauen wir nochmal. Ja, schön, dass ich direkt vor. Oh, ist ja direkt von der Ampel gespawnt. Geil, super. So, letztes Rennen steht an. Ein viertes müssen wir noch gewinnen. Dann haben wir diesen Weekly Forthathon gewonnen. Und dann können wir uns auch schon den Unicorn holen, den wir natürlich dann auch in einer der kommenden Folgen fahren werden. Beziehungsweise, ja, ich werde natürlich gleich fahren, klar. Also wie gesagt, es ist an sich kein anderes Auto. An sich ist es eben nur die Version, die in Gymkhana 10 genutzt wird. Das ist an sich nur eine andere Lackierung. Den Unicorn so könnt ihr gerade 5000 Credits ins Spiel holen. Und natürlich hatte ich mal die Lackierung schon gemacht. Ich glaube, das Einzige, wo man Unterschied sehen kann, sind die Turbos, weil die kann man, glaube ich, nicht umlackieren bei dem anderen. Und die sind hier halt dann nicht in den Farben. Ja, den Einladungslink für Discord gerne in den Streamchat schicken. Gerne, gerne. Gar kein Thema. Das ist ja da, dass man joinen kann. Alter, Hilfe! Ich kann mal was Bezugs in den. Na, okay, anscheinend könnt ihr den Link gar nicht reinschicken, dann wird es geblockt. Das ist schlecht. Genau, Hastix dürfte es machen, der ist nämlich ein Mod, der dürfte das auf jeden Fall reinschicken können. So. So, hier schön rum. Ah, komm schon. So, Platz 7 sind wir schon mal. Ah, ein bisschen weit raus. Wie lange der Stream noch geht, nicht mehr so lange. Wir sind ja jetzt gleich schon mit dem Weekly Forthathon durch und wie gesagt, heute gesundheitstechnisch bin ich ein bisschen sehr stark angeschlagen, als ich zu lange machen möchte. So. Das Problem ist, ich komme momentan nicht wirklich nach vorne. Das ist so ein bisschen das Problem hier bei der Strecke. Ein bisschen zu kämpfen, habe mich hier durchs Feld zu kloppen, beziehungsweise ein bisschen auch mit der Strecke an sich zu kämpfen, weil der Ketterhelm dann doch ein bisschen sehr biestig mittlerweile ist. Wir sind momentan gerade bei Fünfter. Ist nicht so gut. So, den holen wir uns in der nächsten Kurve. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir in der letzten Runde vielleicht nur die ersten drei holen, aber bezweifle ich doch hart. Alter, der schiebt manchmal aber auf. Junge, Junge, Junge. Das Rennen werden wir nicht gewinnen. Da müssen wir noch eins fahren. Das kriegen wir nicht hin. Also ich komme hier nicht ran, weil ich viel zu sehr mit der Strecke zu kämpfen habe und mit dem Ketterhelm, als dass ich die Gegner irgendwie als Gegner sehe. Okay, da brauchen wir halt noch ein Rennen. Das hat leider nicht gereicht, um mir am Ende sich den Sieg zu holen. Schade. Aber ja gut. Ja, und schlagbar sind die auch echt nicht verkehrt, ey. Okay, der Follower vom Ketterhelm hat 0,7 Kilogramm pro PS und 1024 PS pro Tonne. Das muss er sich mal... 1420 PS pro Tonne. Der ist total bekloppt. Der ist total bekloppt, ey. So. Suchen wir uns halt noch ein Rennen raus. Wollte das jetzt noch nicht sein, aber na gut. So, wo fahren wir denn dann stattdessen ein Rundkursrennen? Das sieht doch ganz angenehm aus. Das sieht ganz angenehm aus. Da haben wir keine Stadt oder sonstigen. Deswegen schauen wir mal. So. Wieder Anything Goes, genau. Haben wir halbwegs okaye Gegner. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt das letzte Rennen ist. Eigentlich sollte das davor ja schon gewesen sein. Hat nicht so ganz funktioniert. So, aber die Strecke dürfte mir deutlich mehr liegen. Hoffe ich zumindest mal. Erstmal Grip finden. Und dann am Anfang erstmal durchs Feld ziehen. Ja.
Das hat schon mal gut funktioniert. Die Startphase war schon mal sehr gut. Alter, ja klar, es kriegt mich der Transit in die Wiese. Was ist das denn? Boah, Griff, Alter, komm schon. Ich glaube, ich habe echt keine anderen Reifen aufgezogen. Ich glaube, das Hauptproblem, die Karre ist nur am Rutschen. So, jetzt die Kurve noch gut mitnehmen. Und voll aufs Gas. Komm. Alter! Das Abheben war nicht gut an der Stelle. Das war gar nicht gut. Das hat super Zeit gekostet. Ich habe halt echt mit dem Grip zu kämpfen, ey. Ich glaube, bin nicht mehr echt die Sieger, was ich gerade drauf habe, ey. Fährt sich halt echt scheiße. Das trifft ganz gut zumindest. Komm rum! Danke nebenbei gar an Hastix für die Spende, die ich gleich vorlesen werde, weil das funktioniert leider während des Rennensfahrens ein bisschen schwierig. Was fliegt da vorne eigentlich jedes Mal raus, wenn man abhebt? Hat er da vorne an der Achse geachtet? Was sind das da für Stangen, die sich da plötzlich jedes Mal aus meinen Felgen erheben? Ist das die Aufhängung, die jedes Mal bricht, oder was soll das sein? Also müsst ihr gleich mal drauf achten, wenn ich mal irgendwo leicht abhebe, der irgendwelche Stangen ragen da jedes Mal aus der Front raus. Ganz komisch. Oh, Alter, die Mauer, jetzt komm schon. Wenn du willst, würde ich dir auch einen Chatbot einrichten. Ja, hast du es, da können wir gerne mal drauf zurückkommen. Aber jetzt noch nicht gerade. Ich muss gerade erstmal aufs Rennfahren konzentrieren. Jetzt mal hier irgendwie rumkomme, ey. Alter, der ist aber auch am Rutschen, ey. Jetzt mal kein Scheiß. Wie kann die Karre denn so wenig Grip haben? Ich muss mal drauf achten, wie ich hier abhebe. Siehst du, was da vorne rauskam? Was ist das denn? Und das nächste Ringe will man wieder nicht, Alter. Es gibt es nicht, Alter. Ich habe mit dem Ketterhemd echt zu kämpfen. Junge, Junge. Gut, noch ein Rennen. Alter, Alter. Jetzt hänge ich aber echt bei der Sache echt ganz schön lange dran, ey. Na, eigentlich aber ganz schön lange dran. Na gut, fahren wir noch ein Rennen. Easy. Ist ja kein Thema. Können wir ja machen, ne? Haben wir noch einen Rundkurs? Hier haben wir auch einen Rundkurs. Komm, dann fahren wir das jetzt. Dann machen wir das jetzt. So, das wird's jetzt. Das klappt. Das kriegen wir hin. Ich schwör's euch. Ich sollte vielleicht aufhören zu schwören. Das geht nicht gut. Das lassen wir besser. So. Versuch Nummer 5 für 3 Rennen. Oder 5? Doch 5, oder? Ich glaube 5. So, Strafhaus müssen wir sehr gut hinbekommen. Ja, die hat schon mal super. Alter, da liegt ein Ast auf der Straße. Will das Spiel mich jetzt mobben oder was? Bleib ich an einem Kackast hängen, ey. Ey, das ist ja schon Mobbing. Komm, bitte verpiss dich. Nebenbei in der S1-Klasse, das ist kein Scheiß, dieser Supervan von Ford, der Transit ist die beste Karre vom Handling in der S1-Klasse. Und das ist nicht gelogen, es ist die Realität. Ich sag's nur mal so. Deswegen fährt der da vorne auch gerade den TT so weg. So, komm schon. Wir sind jetzt zumindest mal dran. Boah,
Alter, jetzt natürlich, jetzt dreht mein Auge. Das Spiel, jetzt will mich doch mein Körper auch noch verarschen. Junge! So, das geht schon mal besser. Ja, klar, wo ich die Videos von Don Jamon. Der macht ja auch guten Content, also dementsprechend, warum soll ich das nicht gucken? Vielleicht, weil ich ja Forza Horizon 4 sehr interessiert bin, passt das ja. Informiert man sich ja doch klar. So, Podium haben wir zumindest schon mal. Die ersten beiden sollte ich auch noch irgendwie kriegen. Schön rein, das klingt gut. Alter, es ist die Karre wieder am wegen dem Bodenwende komplett wegtänzt. Das ist ja der Wahnsinn. Komm schon, jetzt fang dich! Das Teil war so am Wegrutschen, ey. So, komm schon. Alter, der ist ja widerlich, wie der durch die Kurven geht. Da habe ich keine Chance dran zu bleiben an dem scheiß Transit. Ich rutsche hier halt einfach von einer Kurve in die nächste. Ich dive bomb jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock, 20.000 Rennen noch zu fahren. Verpiss dich jetzt. Komm. So, komm schon. Ich werde jetzt hier keinen Fehler mehr machen, weil da kann ich gleich nie mehr resetten. Deswegen hier schön durch und aufs Gas. Sehr gut. Puh. Oh, also ich kann erwähnen, den Ketterhelm voll aufzubauen, ohne Aerodynamikteile und so zu machen, eine richtig, richtig dumme Idee. Lasst es sein, macht es nicht. Es ist scheiße, das fährt sich kacke. Es fährt sich wirklich kacke. Sehr schön. So, haben wir es jetzt nicht abgeschlossen? Doch, habe ich. Er hat es mir noch nicht angezeigt, weil... Darum. Okay, wir haben ein paar Punkte bekommen. Dementsprechend können wir uns jetzt erstmal das Unicorn kaufen. Werden wir in einer kommenden Let's Play-Folge da mal nutzen. Den haben wir uns geholt. Dann haben wir noch 135 Punkte übrig. Warte, reicht das Trick? Nee, reicht nicht ganz. Ne? Stimmt, ich muss da nochmal einen stündlichen Forstor machen. Aber wir können zumindest schon mal einen Polizeihut holen. Und den anderen müssen wir dann wann anders bekommen. Aber zumindest kommt man schon mal einen Teil holen. Das ist schon mal... ganz nice. Wir gehen mal kurz nochmal rein zum Festival, ziehen uns mal kurz den Polizeihut an. Und dann würde ich auch gleich sagen, sind wir nämlich auch raus für den heutigen Stream. Da haben wir schon ein bisschen was gemacht heute. Bin ich vorangekommen, das geht ja schon mal. Ja, die Outfits, die werden wir, denke ich, irgendwie auch jetzt die Woche bekommen. Ich denke mal, die gibt es über die einen Events da, schätze ich mal. So, Kopfbedeckung. Ja, sehr gut. So muss das sein. So muss man aussehen. So ist man eine Autoritätsperson, liebe Leute. Ja, die Bullenoutfits kann sein, dass du die jetzt über diese Saison-Events bekommst, zum Teil, denke ich mal. Und wir können ja auch mal unseren Hunikon rausholen. Wie gesagt, an sich ist dasselbe, wie wir ja schon im Spiel haben, nur eben in der Gymkhana 10-Lackierung. Mehr ist das nicht. Also doch. Steigen wir kurz noch ein. Und wie gesagt, den werden wir noch in einer der kommenden Let's Play-Folgen mal nutzen. Wie gesagt, die Turbos sind bei dem anders lackiert. Und ja, den werden wir dann auf jeden Fall nutzen. Ich hoffe, euch hat der Stream ein bisschen Spaß gemacht. Und auch das Video, was ihr geguckt habt. Und ich bedanke mich an alle Leute, die wieder mal eingeschaltet haben im Stream. Freut mich sehr. Danke auch an allen Support, den ich bekommen habe. Auch riesig fettes Dankeschön. Und ich würde sagen, wir sehen uns im kommenden Stream wieder. Die sollen jetzt auch mal ein bisschen regelmäßiger kommen. Wie gesagt, sobald ich jetzt mal endlich wieder mal gesund bin, vernünftig, sollte das auch kein Thema sein. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Stream und auch Video wieder. Bis dann. Tschö, tschö.